willkommen zurück bei der Time Stand Still. Wir sind heute ein wenig kleiner als ich da, weil viele im Urlaub sind und die Hitze einfach hier zugeschlagen hat in Deutschland. Mit dabei ist der Carvon. Servus. Sehr schön. Dann haben wir den Leitwolf dabei. Servus. Beziehungsweise Wolfsrudel. Dann ist dabei der Real Fail. Nein, einen wunderschönen guten Morgen. Sehr schön. Und der Bootsmann ist dabei. Hallo Bootsmann. Hallo. Sehr schön. Ja, hier, wie gesagt, ein bisschen kleinerer Rahmen. Verpasst. Ja. Einfach wegrammen da die Kiste. So, gucken wir mal, ob das hier alles klappt. Wie viele Festen bekommen? 10? 11. 12, 11. Wow. Bist du deppert. Dann ja, fallen wir hier draußen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier ein riesengroßes Maisfeld aufgekauft und hochgezogen. Haben das Ganze noch mit Hand gesät. Ne? Und der Projektname kommt eigentlich von ungefähr. Ja, also die Hand am Controller zumindest. Ja. Ja. Und 23 Helfer hatte ich hier drin. Brauchst du schon? Ja, ich brauchte 23 Helfer, ja. Das, doch, doch. Also 23 Helfer, die helfen mir, das Gamepad zu halten. Ja, weil ich einfach zu schwach bin. Was da? Goldkarätiges, schweres Gamepad. So. Ihr passt ja auf, indem wir das Gamepad halten. Das geht doch nicht. Nein, das hat jetzt keiner gesehen, das schneiden wir raus. Denkt sich, das ist rausgeschnitten. Ah. Sag mal, Carvon, wann kriegst du eigentlich den Platin-Play-Button von YouTube? 100.000. Na, Platin nicht. Ist das Platin? 10 Millionen, sagst du, ne? 10 Millionen, ja. 10 Millionen Abonnenten, dann kriegst du jetzt den Platin. Platin. Ja, Silber gibt es 100.000. Also ach so, den Silber gibt es auch 100.000. Ja. Bronze ja 50. Wirklich? Nee, das war jetzt eine Frage. Ich weiß nicht. Ob es Bronze überhaupt gibt, glaube ich nicht. Und bei 34 Millionen Abonnenten kriegst du dann den PewDiePie. Nächstes Kupfer. Der ist Wahnsinn, oder? Ja. 34 Millionen. Das ist schon echt krass. Ja, Englisch muss Kino, das ist schon mal die Hälfte der Miete, wirklich. Ja. Englisch kannst du so viel reichen, das ist Wahnsinn. Also ich hatte mal eine Idee für einen Channel, und zwar war der Channel, also die Idee, also falls jemand von den Karten. Aber ich will nicht voll, warte mal. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich die Scheiße da hinmache. Das funktioniert nicht. Fallen wir noch mal vor. Dann lasst mich noch ein bisschen. Genau, ich lasse Carvon und Lightwolf lass ich ein bisschen vorfahren. Jo. Ja, nee, das Problem ist, du musst halt rechts daneben fahren, eigentlich, ne? Ja. Nee, und zwar hatte ich überlegt, es gibt also so als Nickname Belpo. So, Bad English Let's Player Online. Weil ich glaube nämlich, dass du mit so einem richtig schlechten Englisch, also so einem Lothar Matthäus Englisch, übelst gut ankommst. Ja. Also liebe Livestream-Zuschauer von Carvon jetzt auch hier auf Hitbox, wenn einer von euch die Idee klauen möchte, bitte. Ich habe keine Zeit, ich muss mich um meine 52 Millionen Abonnenten muss ich mich mal kümmern. Ich habe aber wirklich mal probiert, dass ich meine Morphverschwörung in Englisch mache. Wirklich? Mhm. Ja, und das war nur bescheiden. Das war wirklich nur bescheiden. Hey, du hast einfach den Wortschatz nicht. Das ist, selbst wenn du doch halbwegs gut Englisch kannst, und nämlich dann nicht von mir behaupten, dass ich halbwegs gut Englisch kann, aber der Wortschatz ist einfach. Was heißt gut Text to Texture? Model, okay, sehen die Sachen, weiß man vielleicht ja, noch, aber. Wenn du zusammen denkst, geht's leicht, aber wenn du das noch in der Aufnahme reden musst. Ja, genau, wenn du zusammen denkst, du hast einfach die Zeit nicht zum Denken. Dir fällt es ja im Deutschen schon oft schwer, gleich Worte zu finden, ja, und dann noch in Englisch. Du müsstest das wirklich vorher zusammenschreiben, aber das ist dann am Ende aufhören. Können wir gleich vielleicht mal drehen, damit man wenigstens richtig beladen kann, weil so fliegt die Hälfte daneben sollten. Gebiete. Okay. Ach, scheiß drauf, weiter. Ah ja. Einer stemmt da. Das sieht bei uns fällt schon manchmal anders aus. Ich dachte, wir waren da wieder für Holzfäller unterwegs. Ja. Nee, also, Was halt, ich war vier Wochen. Warte mal ganz kurz, komm. Jetzt. Musst du die Karte ausblenden? Ich war, vier Wochen war ich mal in London, hab da gearbeitet. Oder ein Praktikum gemacht, besser gesagt. Mhm. Und ja, nach zwei Wochen denkst du wirklich Englisch. Also, du hast halt dann. Natürlich hast du zwischendurch nochmal ein paar deutsche Gedanken. lecker deutsches Bier. Some tasty German beer. nee, aber es ist wirklich erstaunlich, weil du siehst halt alles in Englisch. Und denkst halt nachher auch Englisch. Mhm. Und das ist dann schon echt nicht verkehrt. Aber dann bist du halt zwei Wochen wieder in Deutschland und denkst du wieder Deutsch.
Weißt du, ich muss schon wieder meine Küche aufräumen. macht ein Brite nicht, oder wie? Doch, macht er auch, aber nicht so... So, kennst du ja, Peter, Paul und Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Mary sitzen im Knast. Ach so. Oh, look, ja, der ist geil, Kittchen, ne? Der ist nicht schlecht. Oh, look, there is some music in the air. Oh, da ist ein bisschen Musik in den Ohren. Ja, das ist immer Otto Walkes, wie er lebt und lebt. Gibt's, der macht aktiv noch was? Ich glaube, der macht nichts mehr, oder? Also ab und zu, glaube ich, schon. Ja, der ist ja jetzt in diesem neuen YouTuber-Film drin. Echt? Ja. Das war's? Ist der jetzt YouTuber? Stimmt, da gab's doch diesen YouTuber-Film. Wie ist der? Kartoffelsalat. Oh, der ist so scheiße. Ich wollte meine Freunde unbedingt gucken. Oh, aber Mann. Den gab's hier noch nicht, weißt du? Naja, na, Gott sei Dank. Deine Freunde wollte ich nur gucken, weil nicht gucken, weil ich nicht drin vorkomme. Was? Ich habe ja gesagt, sie wollten ihn gucken, aber der wurde hier nämlich nicht gespielt. Also auf unseren österreichischen Let's Play brauchen. Ah, scheiß Dreck. Was mit österreichischen Let's Play? Ich bin vorne voll, aber hinten nicht, weil der... Im zweiten Teil dann vielleicht. Also wir müssen es so machen, dass wir mit einem Anhänger fahren. Im zweiten... Wie gesagt, durch vorne. Er soll doch halt einfach mal so, also andersrum fahren, weißt du? Weil dann kann man nichts mit dem dran fahren, dann kann man auch mal vorziehen. Du meinst genau andersrum und dann, ja. Stimmt. Dann also ja klappt's auf jeden Fall jetzt mit einem Anhänger. Ja, dann sind nie ist egal. Lass einfach so weiterkommen. Läuft schon. Ich bin frei. Habt ihr denn was von der Gamescom irgendwie mitbekommen? Ja, so extrem. Wahnsinn, oder? Also unglaublich. Also das LS-Lane gerade kommt raus, weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Das ist der verdammte gute Edition mit 7 Geräten. Wahnsinn. Und LS16 ist released worden. LS16. Und man weiß sogar noch nicht mal, welche neuen Fahrzeuge im LS17 dabei sind. Nee. Also ich weiß nicht, ob Greenscreen TV jetzt hier mitguckt oder das sieht oder so, ne? Aber ich würde ihm anbieten, vielleicht nochmal so ein kleines Interview-Coaching zu machen. So, das, ja, cool, aber Greenscreen habe ich nur am besten gefunden. Das war eigentlich nicht schlecht, fand ich. Ja, na das gut. Problem ist halt, also ich sag mal so, ich habe ja früher Bands und so interviewt. Rammstein? Nee, Rammstein leider noch nicht. Aber ich habe die Vorband von Motorhead habe ich interviewt. Okay. Die hieß? Bobby Car Hales. Dexter und Sherry. So, können wir jetzt bitte einmal in die andere Richtung fahren? Ja. Dann kann ich mir nicht auch noch fallen werden. Nee, also das Problem ist, also ich fand, dass wie er es gemacht hat, war okay. Allerdings war die Interviewführung selber, also... Die Frage, halt, du meinst Frage, Antwort, gut, man muss auch sagen, beim zweiten Interview hat er sehr, sehr wenig sagen können, der Typ von Giants. Ja. Das ist halt leider immer das Problem. Ja, aber du musst halt noch ein bisschen mehr, also du kannst aus Leuten so viel rausquetschen, so. Und wenn du es richtig anstellst. Du musst halt so ein bisschen so einen gewissen Fluss musst du aufbauen, also so einen gewissen Interviewfluss. Und was ich halt auch nicht so toll fand, das ist aber auch halt wieder Geschmackssache oder Geschmacksfrage, ob man jemanden beim Interview sieht oder duzt. Also es ist ja nicht Angela Merkel, mit denen der Greenscreen TV da gesprochen hat. Hat er ihn geduzt oder gesiezt? Er hat ihn gesiezt. Schau. Ja, okay. Also wenn ich ihn jetzt nicht kenne, würde ich ihn vielleicht auch siezen. Ja, Servus Bernd, wie geht's? Das sagen wir ja. Also man kann ja, ist natürlich die Frage, man kann ja vorher sagen, so, damit es ein bisschen einfacher wird, ob wir zum Du übergehen zum Beispiel. Natürlich, aber es ist ja ein Entwickler, es ist ja auch nur ein Mensch. So, ne? Ist ja, Angela Merkel ist auch ein Mensch. Ja. Stimmt. Ja. Ziemlich kleiner Mensch. Ja, aber Angela Merkel ist halt eine, also die würde ich auch siezen. Ja. Nee. Ich würde so gehen, ey, Alter. Also für England, Berliner Flughafen würde ich gar keinen verdutzt ziehen. Also so rein theoretisch. Stimmt. Ja, der Berliner Flughafen ist so eine reine Katastrophe. Eben. Und solche eigentlich fähigen Menschen siezen, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Und solche Leute, die 4,5 Milliarden jetzt schon verbraten haben, kehren sicher nicht mehr gesiezt. Nope. Nee, das stimmt. Da muss ich 3 Monate YouTube-Videos machen, ey. Das ist ja unfassbar. Ein paar Wochen noch. Da haben wir noch Glück. Ja. Sind es 3. Ja. Nee, also ich bin auf LS17 bin ich gespannt. Ich hoffe, da kommen jetzt demnächst noch mal ein paar mehr Infos. Also was ich mir halt wünschen würde, wäre halt mal so richtig schöne Fruchtbäume oder Weinbau.
Und das wäre Fruchtsorten, ja, allein schon Fruchtsorten wäre doch überhaupt nicht schwer und würde nochmal was reinbringen, aber da haben sie derzeit überhaupt noch gar nichts geplant, also oder neue Tiere. Also wäre es so schwer, Schweine oder Rinder reinzubringen, ne? Oder? Ja. Aber du hast ja gehört, laut dem Entwickler, der weiß eigentlich gar nichts über Lizenzen. Ja. Er weiß gar nichts über, glaube ich, überhaupt. Giants weiß gar nichts. Nee, müssen wir nochmal gucken. Nee, also IC-Steuerung, nee, also die machen wir auf keinen Fall. Nee, die ist zu umständlich, die kapiert keiner. Nee, die kapiert echt keiner. Also sieht man ja auch in den ganzen Mods. Ne? Vielleicht wissen sie, dass sie das Modding für Dummes sind. Genau. Ja, genau. Liegt wahrscheinlich bei Giants als Klolektüre oder so nochmal. Das Buch muss jeder gelesen haben, bevor er anfängt. Ja. Also, Sie wollen also bei Giants als Softwareentwickler arbeiten. Haben Sie Modding für Dummies gelesen? Nein? Der Nächste. Ja. Ideal. Ja. Nein, also was mich halt wundert, ist halt, also warum spannen die Modding-Community nicht noch mehr ein? So. Ne? Also die machen es ja teilweise schon, aber... Da würde eh so viel rauskommen. Ja, man hilft ja noch nicht beim Modclub, warum so... Weiß nicht. In Wirklichkeit ist Giants Netcop das community-freundlichste Unternehmen. Das Einzige, was gemacht haben, ein Spiel, was Community zulässt. Ja. Weil die Community wird beim Hauptproblem, Modclub, nicht unterstützt. Und ehrlich, wenn meine Videos jeden Tag 15 Mal woanders zu finden sind, würde ich auch drauf scheißen. Ja. Ja. Das ist echt der Knackpunkt. Gezogen und hochgeladen oder sonst was eben. Ja. Ja, also ich weiß, ich finde die Modding-Community macht teilweise mehr für LS15 ja. als Giants. Ja, auf jeden Fall. Das möchte ich eh so sagen. Okay, fährst du gerade aus Carbon oder? Ja. Nein. Okay, passt. Vielleicht steht schon dem Spüler zu. Ich bin voll, warte. Oh ja, du bist voll super. Also ich meine, wenn man sich halt mal überlegt, was jetzt hier alles für Mods jetzt auf der Map drauf sind, die wir jetzt natürlich jetzt aktuell noch nicht zeigen. Aber wir haben eine Schweinemast, wir haben eine Rindermast, die funktioniert sogar. So. Es gibt Hühnermasten, es gibt Hasenställe, die platzierbar sind und Geld bringen und so weiter und so fort. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin auch voll. Stopp. Bist du voll? Hat da vorhin. Okay. Man kann eigentlich sagen, die Modder sind dem Giants LS-Spiel mindestens 2 Serien voraus. Ja. Wenn bis die mal andere Fruchtsorten reinbringen, die gab es ja schon in LS11, oder? Ja, LS11 habe ich nicht gespielt. Nicht? Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Okay. Was? Du hast was versammelt. Ja, das erste Multiplayer-Spiel, ne? Das war schon was Besonderes wieder. 11 war gut. Wo muss ich ihn überhaupt abfahren? Das wäre mal eine gute Hilfe. Wir fahren hinten zu Feld 70. Ernsthaft? Mist. Ja. Ja, okay, ist jetzt nicht so weit. Beim Hof, das ist ja der Haupthof da unten, ne? Ja, genau. Ja, gut. So, jetzt muss ich ja mal gucken mit dem Timer, weil ich habe nämlich ein paar Minuten vorher aufgenommen. Aber wir sind jetzt bei 13 Minuten. Sehr schön, okay. 13. Da verdiene ich nur 20 Geld, wenn wir ein bisschen 15 machen. Mindestens. Da wird wenigstens noch mal ein bisschen Werbung zwischengeblendet. Ja. Ja, aber durch die neuen Player, das ist mir jetzt auch aufgefallen auf YouTube. Hübsch, oder? Der ist hübsch, der ist extrem hübsch, das auf jeden Fall. Ja. Man sieht allerdings nicht mehr die Zeitanzeige, also außer wenn man fährt drüber. Das ist schade. Es ist schade, aber es ist clever gemacht. wobei, was heißt cleverer gemacht? Also eigentlich ist es ziemlich dämlich. Weil der Zuschauer ist ja so, also wenn ich einen Film gucke zum Beispiel über ich habe hier Amazon, diesen Fire TV Stick habe ich, ne? Also okay. Mit Prime zusammen. Und da kannst du halt, hast du so eine Fernbedienung, so eine kleine, und da kann ich dann einfach draufklicken und sehe halt, wie lange zum Beispiel noch eine Serienfolge oder eine Serienepisode noch geht oder wie lange noch ein gut. Film geht. Das ist echt gut. Das ist echt gut, weil also im Kino neige ich halt manchmal bei langen Filmen neige ich halt auch dazu irgendwie zu sagen so, oh Gott, ich guck mal aufs Handy, wie spät das ist oder so. Mhm. Weil du weißt, wie lange so ein Film geht. Hey, du kannst ja halt die Zeit überhaupt nicht einschätzen, das ist im Kino, das ist immer... Richtig, ja. Ich muss auch dazu sagen, Kinositze sind extrem unbequem. Das also, stimmt. Boah, letztens war Terminator Genesis. Ja. Ich glaube, die stirb. Ja. Wirklich? Was habt ihr denn für Kinos? Wir im Cineplex Passau, das war echt. Nein, ich war auch im Cineplex. Im großen Cineplex bei uns war es ja super, aber ich war nicht im großen Cineplex. Ach so. Ja, bei uns da ist das Problem. So steil, das ist so genial. Der richtig, richtig cool. Da kann vor dir sitzen, wer will. Michael Jordan oder sonst wer. Da siehst du voll drüber. Aber okay. Ja, aber die Sitze sind halt unbequem. Und du sitzt halt ja, eine halbe Stunde, dann gehst du schon mal auf die linke Arschbacke rüber. Ja. Und so nach einer weiteren halben Stunde gehst du auf die rechte rüber, dann merkst du irgendwann, dass dir der linke Fuß einschläft und denkst so, scheiße.
Dann merkst du aber auch noch, dass dein rechter Arm eigentlich gar nicht mehr auf die Schnittlehne raufpasst, weil der Nebenmann, der neben dir sitzt, die für sich beansprucht. Das heißt, du musst nach links ausweichen. Aber wenn links jemand sitzt, der die rechte für sich beansprucht, hast du halt voll die Arschkarte. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Part, oder? Ja. Bei 15.08. Wunderbar, dann geht's mit der Arschkarte in der nächsten Folge weiter. Genau. Die anderen Beschreibungen seht ihr unten. Gerne Mitspieler und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Tschüss.